damit sind wir in der ersten Stage von Castlevania. In der sechsten Stage im Spiel. Und was war das gleich nochmal für eine? Ah ja, natürlich die Eingangshalle des Schlosses. Erinnert ein bisschen an die erste Stage vom ersten Castlevania. Vor allen Dingen mit den ganzen Zombies hier. Und diese nervigen Hunde. Wenn ich mich recht erinnere, treffen wir auch hier jetzt zum ersten Mal in diesem Spiel auf diese Ritter, die mit Äxten um sich werfen. Ja, kaum sage ich's. Down haben wir schon den ersten und ich krieg gleich mal wieder eine Fledermaus. Den Sack. Oh. Das ist nicht gut. Komm, stirb, 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 stirb. Jawohl. Sehr schön. Echt von großem Vorteil, diese Fähigkeit mit der Peitsche. Wo ich hätte auch eigentlich besser meine Feuerbombe benutzen können. Ja, ich behalte diesen Namen jetzt einfach bei. Ob es euch nun passt oder nicht. Hat schon mir viel zu viel Energie gekostet, dieser Abschnitt hier alleine. Oh yeah, die Kronleuchter. Und das ist echt ein Riesenglück, dass sie hier die Sprungmechanik überarbeitet haben, dass man im Sprung noch die Richtung ein bisschen verändern kann. Sonst wäre dieser Abschnitt, glaube ich, echt ein Horror gewesen. Und das weiß ich nur allzu gut von Castlevania 3. Da gab es nämlich irgendwo mal einen ähnlichen Abschnitt, wo man aber nicht auf Kronleuchtern rumgesprungen ist, sondern auf so einem Pendel. Und da hatte man beim Springen natürlich nicht so eine Flexibilität wie hier, sondern nur einen steifen Sprung nach vorne. Und wenn einen dann so eine Fledermaus getroffen hat, dann ist man ohne Umwege in den Abgrund gefahren. Ich hoffe, das bleibt mir jetzt erspart. Oh Gott, ich sehe schon wieder was zum Einhaken. Meine Peitsche. Und das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber ist ja wieder mal nochmal wieder gut gegangen. Okay, okay. Spring, Simon. Simon sagt spring. Simon sagt warte. Simon sagt spring und. Simon sagt, geh lieber auf Nummer sicher. Okay, jetzt. Was ist hier? Ah, dieser Halle mit den Kronleuchtern an der Decke, mit diesen kleineren, weiß das, glaube ich. Und soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist hier irgendwo ein Geheimgang. Wenn wir hier gerade schon so schön sehen, wie diese Kronleuchter hier Risse in den Boden machen. Ich glaube, hier irgendwo müsste sein. Jawohl. So, hier können wir uns erstmal frisch stärken. Und diesem Geist da unten seinen Köder kaputt machen. Was ihn ganz bestürzt und traurig macht. Ah ja, eine dicke Schweinsachse für uns. Ja, das Kreuz. Eine Feuerbombe. Ach, shit! Ach, Mensch, ey. Immer laufe ich in die Waffen rein, die ich nicht haben will. Na gut, wenigstens habe ich jetzt wieder die Feuerbombe. Gibt es hier nichts zu holen. Nee, nee, Freundchen. Oh Gott. Ach, jetzt sind wir in diesem scheiß Ballsaal. Oh Gott, ey, ich hasse diese Tänzer hier und dieses Ektoplasma hasse ich auch. Dummes durch eine. Ja, wollte ich gerade sagen. Das bleibt immer mit einem auf dem Bildschirm. Und deshalb sollte man das schnellstmöglich kaputt hauen. Und ich habe wieder die olle Axt. Aber hier ist sie ganz nützlich jetzt.
mehreren Gegner über einem stehen, dann ist die Axt wirklich Gold wert. Oh, hier, hier, hier. Zwei von der Sorte. Nummer eins. Nummer zwei. Tänzer und noch einer, oh Gott. Geistertänzer. Was ist denn hier gelandet? Poltergeist? Sehr schön. Okay, die umdrehende Plattform mit Spikes. Jawohl. Und schnell hoch. Oh Gott. Oh ja, die Blöcke fallen, glaube ich, auseinander. Boah, nein! 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 Fuck! Ach, dieses beschissene Skelett, ey, und den ganzen Ort wieder von Anfang an. Naja. Bleibt uns leider nicht viel anderes übrig. Ja, noch ein Peitschen-Upgrade, ganz nett. Oh je. Ey, wieso ist der Geheimgang jetzt nicht mehr da? Was soll denn die Scheiße? Oh Mann, ey. Oh Mensch, haut doch bloß ab. Ich habe jetzt übel schlechte Laune. Weil der blöde Geheimgang nicht mehr da ist und nicht mehr erhofft hatte, dass ich so mein Kreuz wiederkriegen könnte. Aber nein. Nee, einmal darfst du hin. Wahrscheinlich, weil ich dem alten Geist seinen Köder weggenommen habe, hat er gesagt, nee, jetzt betoniere ich diesen Raum hier so zu, dass du da nicht mehr durchkommst. Oh. Ah, okay. Was man nicht noch so alles findet, wenn man ein zweites Mal... Autsch, irgendwo hinkommt. Genau richtig. Wow. Ach, scheiße, Mann. Dämlichen Fledermäuse. Okay, kommt wieder unser Freund, der... Ja, ey, großartig, ey. Ganz großes Kino, ich könnte kotzen. Ja, wegen so einem dämlichen Fehler wieder unnötig Lebensenergie eingebüßt. Okay, ja. Zurück wieder zu unserer Lieblingsstelle hier. Nochiger Freund, aber diesmal gibt es kein Entkommen für deinen Tod. Wow! Wie die Olle sagt. Ich kann kaputt hauen. Ah, lauf, 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 lauf! Scheiße! Er verfolgt mich, Mama! Er fällt in den Abgrund. Sehr gut. Wäre schon mal geschafft. Ich glaube, zum Boss dürfte es eigentlich nicht mehr allzu weit sein, oder? Vorher noch auf den
Aber vorher noch einen Haufen Skelette da entkloppen. So wollte ich sagen. So, eine Schweinshaxe wäre nicht verkehrt. Hätte ich schon wieder Hunger. Aber gut. Vielleicht hätte ich da unten in der Mauer nochmal nachgucken sollen. Okay, diese ollen Hände. Aber hier in der Mauer ist was. Ja, yeah, Schweinshaxe! Juhu! Schön über die Hände springen. Denn wenn man das nicht tut, dann werden diese blinkenden Geisterskelette, das ist auch mal eine tolle Bezeichnung, lebendig, wie man hier jetzt gesehen hat. Und diese Hände halten einen dann auf und man lädt den Gegner praktisch da. Boah, 4 Punkte! Alter, seid ihr noch ganz dicht oder so? Habt ihr den Schuss nicht mehr gehört? Boah, meine Fresse. Oh je. Nee, da gehe ich bestimmt nicht durch, bis alle Säge kaputt sind. Ein Dreifachschub. Okay, jetzt müsste ja immer Boss-Time sein, oder? Oh nee. Ja, mir ahnt. Mir schwarmt fürchterliches. Das ist dieser beknackte Ballsaal mit diesen Tänzerinnen. Und wenn ich mich noch recht erinnere, ist. Mit diesen Tanzenden. Oh Gott. Oh nein! Boah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Fuck, ey. Einfach nur ficken. Beschissenen tanzenden Paare. Soll man den Lokus versenken und weiß nicht, so eine verrottete Schweinshaxe hinterher spülen. Ah, zum Glück ist der Rücksetzpunkt nicht allzu weit weg. Jetzt bei sowas schon wieder ein Leben zu verlieren, ey. Boah, nee. So. Die Poltergeist-Tische. Und dann. Ja, natürlich haben wir jetzt keine Zweitwaffe, die ich vielleicht vorher mal hätte mehr benutzen sollen mit meinem Dreifachschub. Jetzt haben wir natürlich gar nichts mehr, außer unsere normale Scheiße, Peitsche. Oh ja, Mann, komm! Ich weiß schon mal nicht mehr, was... Boah, wo kam das denn her? Ich weiß schon mal nicht mehr, was ich hier sagen soll. Ich könnte einfach nur in mir einen Arsch beißen, ne? Boah, haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? In der Wand? Oh, jetzt eine Schweinshaxe. Ein Leben. Okay, ein Leben. Eine Schweinshaxe wäre mir jetzt echt lieber gewesen, denn... Ey, komm. Wenigstens noch eine Keule. Ja, okay. Jetzt sind wir beim Boss. Das ist, glaube ich, auch so ein tanzendes Ehepaar. Ja. Und... Oh Gott. Oh Gott. Nein, fuck! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, und jetzt geht jedes Mal durch diese durch diesen Horrorraum mit dem. Mit den tanzenden Tunden, ey. Boah, ich könnte brechen, ey. Ich kann jetzt nur hoffen, dass da, wo dieses Leben in der Mauer drin war, dass das jedes Mal wieder respawnt. Dann so habe ich wenigstens dann keinen Verlust. Wäre zumindest ein kleiner Trost. Oh Gott, es geht schon wieder los. Ja, okay, ein paar Treffer. Oh fuck, ey. Ich wollte sagen, ein paar Treffer kann ich mit der Schweinskeule da oben ja noch kompensieren. Boah. Die spawnen noch echt an den übelsten Plätzen. Nee, nee. Boah, ey. Einfach nur in Arsch ficken, ey. Und das Leben ist da. Nicht in Arsch ficken, sondern dankbar sein.
Dafür, wofür ich jetzt nicht dankbar bin, ist, dass ich keine Zweitwaffe habe. Und schon wieder unnötig Energie verloren. Oh, scheiße. Komm weg hier. Oh nein! Komm schon. Nein! 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 Oh Gott, ey. Ich könnte mir dieses Level echt gut jetzt als Endlosschleife vorstellen. Ja. Jetzt muss ich doch mal irgendwie durchkommen. Mit ein bisschen weniger Schaden vielleicht. Einen Schaden habe ich schon oben im Dach. Ja, vielleicht mal... Kommt weg mit euch. So. Oh ne. Kann ich nicht an. Ja, super. Das Kreuz könnte ich an anderen Stellen besser gebrauchen. Wie wäre es zum Beispiel beim Endgegner. Also, Freunde, aber jetzt. Ich bin hier schon fast ohne Schaden durchgekommen. Ich bin nur ohne Schaden durchgekommen. Menschenskinder! Also. Und noch wieder ein Leben abkassiert. Also, mein Gott, was. Was will man mehr, meine ich? Ja, eine Zweitwaffe zum Beispiel. Okay, jetzt haben wir zumindest volle Energie und. Jetzt kann ja eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Nee. Komm. Nee, stirb! Stirb einfach nur! Nein! Ja! God damn it! Motherfucker! Boah, ey, da kriegst du echt nur eine Hose. Und da ich jetzt eins habe, sage ich einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Stage und keep gaming und es wird besser.